In diesem Vorspann möchte ich Ihnen eine kleine Einführung zu unserem Reiseziel Pakistan geben. Pakistan wurde im Jahre 1947 gegründet als der Teil der ehemaligen Kolonie Britisch-Indien, der überwiegend von Moslems bewohnt wurde. Damals wanderten mehrere Millionen Moslems vom Gebiet des heutigen Indien nach Pakistan und noch mehr Hindus von Pakistan nach Indien aus. Ursprünglich bestand Pakistan aus West- und Ostpakistan, wobei sich letzteres im Jahre 1971 vom wesentlich größeren Westteil lossagte und von da an Bangladesch hieß. In den Nachrichten kommt Pakistan derzeitig eher widersprüchlich weg. Es gilt einerseits als Verbündeter der USA im Kampf gegen die afghanischen Taliban und gleichzeitig als sehr unsicherer Kandidat in diesem Kampf, weil es angeblich den Taliban umfangreiche Unterstützung gewährt. Pakistan ist Atommacht, besitzt also Atomwaffen und wurde mit ziemlicher Sicherheit bei der Entwicklung dieser Waffen von den USA unterstützt. Das hatte seine Begründung auch darin, dass der vermeintlich schlimmste Feind Pakistans, nämlich Indien, Atommacht geworden war und auch China, ein weiterer Nachbarstaat, über solche Waffen verfügte. Mit seinem Erzrivalen Indien liegt Pakistan wegen Kaschmir in einem Dauerkonflikt. Inzwischen gelten aber die westlichen Nachbarn von Pakistan als viel brisanter. Mit dem Iran hat Pakistan etwa 1000 Kilometer gemeinsame Grenze und mit Afghanistan sind es sogar 2600 Kilometer. Die USA benutzen Pakistan für den Kampf in Afghanistan als Nachschubbasis und trauen ihm gleichzeitig nicht allzu sehr über den Weg. Diese Skepsis ist wohl auch berechtigt, denn im Prinzip löste in Pakistan seit seiner Gründung eine Militärdiktatur die andere ab, von kurzen demokratischen Zwischenspielen mal abgesehen. Im Moment, das heißt zur Zeit unserer Reise, ist man gerade in einer Demokratisierungsphase und wohl nur deshalb war die Reise überhaupt möglich. Nichtsdestoweniger ist das Militär omnipräsent, wie Sie in den nachfolgenden Filmberichten beobachten können. Pakistan ist flächenmäßig etwa 2,5-mal so groß wie Deutschland und hat mit 175 Millionen Einwohnern reichlich doppelt so viele wie Deutschland. Genaue Zahlen gibt es aber nicht. Mitunter werden auch 200 Millionen Einwohner angegeben. Das bedeutet, dass Pakistan eine annähernd so hohe Bevölkerungsdichte hat wie Deutschland. Und da der Norden, wo es uns hinführt, eher dünn besiedelt ist, muss es im Süden ganz schön voll sein. Rund 96% der pakistanischen Bevölkerung sind Muslime, die aber verschiedenen Strömungen angehören. Mehrheitlich sind es Sunniten. Der Islam ist in Pakistan Staatsreligion und man bezichtigt Pakistan zunehmend des religiösen Extremismus. Tatsächlich gibt es in Pakistan über 18.000 Koranschulen und diese werden staatlich gefördert. Man sollte aber nicht vergessen, dass Vaterstaat auch bei uns die Kirchensteuer eintreibt. Im Zusammenhang mit dem religiösen Fanatismus hält man Pakistan auch für eine Brutstätte des internationalen Terrorismus. Ohne das Problem verniedlichen zu wollen, sollte man aber auch bedenken, dass sich die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland auf ein Vielfaches der Terroropfer beläuft und niemand deshalb auf den Gedanken kommt, Autos und Motorräder zu verbieten. Und schließlich sind die Ursachen für den Terrorismus nicht nur religiöser Natur, sondern sie haben vor allem soziale Wurzeln. Auch gab es in Europa in den letzten Jahren wohl mehr Tote durch Amokläufer als durch islamistische Terroranschläge. Wir haben jedenfalls in Pakistan ausschließlich freundliche und tolerante Menschen kennengelernt, die, und das ist ein Vorzug von Pakistan, noch nicht vom Massentourismus verdorben sind. Pakistan hat überwiegend subtropisches Kontinentalklima, wobei es im Norden, in den Bergen, auch im Sommer ganz schön kalt sein kann. Dort treffen sich nämlich die drei höchsten Gebirge unserer Erde, der Hindukusch, der Karakorum und der Himalaya. Auf pakistanischem Territorium liegen 5 der 14 Achttausender unserer Erde.
darunter der sogenannte Schicksalsberg der Deutschen, der Nanga Parbat, und auch der zweithöchste Berg unserer Erde, der K2, der auch das Ziel unserer Trekkingtour ist.